In diesem Video findest du Antworten auf die folgenden Fragen. Wo gibt es diese Betten bereits? Wann werden sie kommen? Stehen diese Medbetten allen Menschen zur Verfügung oder wieder nur einigen wenigen? Gibt es schon echte Bilder? Gibt es Beweise, dass es diese Medtechnologie wirklich gibt? Wie sieht die geheime Offenlegung aus? Warum kommt auf uns alle schon sehr bald ein sehr großer Gesundheitszunahme zu? Und warum werden diese Medbetten noch nicht veröffentlicht, obwohl sie sie bereits gibt? Der wahre Grund ist sehr speziell. Und diese eine Frage habe ich mir selber sehr schnell beantworten müssen. Ich arbeite seit vielen Jahren in Unternehmen als Business Coach. Und da geht es darum, den Erfolgsfluss wiederherzustellen oder aufzubauen und zu stärken. Und was hat das jetzt mit einer Medbett-Technologie zu tun? Wenn man oberflächlich schaut, nicht viel. Aber wenn man genauer hinschaut, sehr viel. Denn hier und da ist man angewiesen darauf, Neues zuzulassen, neue Technologien anzuschauen, herauszufinden, was ist wahr und was ist nicht wahr und was bedeutet das für uns. Und dieses Thema dann für sich zu nutzen. Und auch in anderen Bereichen werden wir schon sehr bald tolle Technologien erleben. Hast du schon mal was vom Flugtaxi gehört? In Deutschland ab 2025 Realität. In Seoul ab 2023. Da wird die Feuerwehr mit Flugautos zum Einsatzort fliegen, nicht mehr fahren. Und hast du schon mal was von Safety Trucks gehört? Das ist ein LKW, der hinten auf der Hinterseite einen großen Bildschirm hat, wo du als der, der überholen möchte, genau sehen kannst, wie es vor dem LKW aussieht. Und hast du schon mal was davon gehört, das Haus aus dem Drucker? Das gibt es bereits. Das steht in 2 Tagen und kostet unter 10.000 Euro. Also das jetzt 3 Beispiele, wo wir sehen, da tut sich enorm viel. Nicht nur im Gesundheitsbereich. Und bevor wir jetzt zu unseren Medbetten zurückkehren, die Simpsons haben 1994 das iPhone gezeigt und ebenfalls die iWatch. Und das iPhone war 17 Jahre später da und die iWatch war 20 Jahre später da. War das eine geheime Offenlegung und was hat das mit unseren Medbetten zu tun? Da schauen wir dann gleich genauer hin. Ein junges Team ist intensiv in der Recherche. Gibt es diese Medbetten wirklich? Ja, es gibt sie wirklich. Sie werden wirklich eingesetzt. Wo gibt es sie? In Amerika gibt es einige dieser Medbetten. In Deutschland gibt es bis jetzt 2. In Holland gibt es eines. Und in Asien gibt es einige dieser Medbetten. Und die Produktion, die läuft auf Hochtouren. Ist diese Medbett-Technologie für alle Menschen gedacht? Ja und nein. Ja, diese Technologie ist definitiv für die breite Öffentlichkeit gedacht. Allerdings, du kennst sicher Menschen, die Neuem überhaupt nicht offen gegenüberstehen. Sogar dann nicht, wenn diese Technologie bereits da wäre. Da würden sie es immer noch nicht glauben. Das heißt, es wird eine Zeit dauern, bis die breite Öffentlichkeit solche Dinge nutzen kann oder nutzen möchte. Und ja, wir sind jetzt alle miteinander im Wassermann-Zeitalter. Und da geht es darum, sich miteinander zu vernetzen, sich zu verbinden, die Gemeinschaft zu stärken, das Wir zu stärken, sich in der Gruppe nach vorne zu bringen. Und das kann man am allerbesten, wenn man fit und gesund ist. Und da kommt diese Technologie, diese Medbett-Technologie, wie gerufen. Und warum kann ich sagen, dass schon sehr bald ein sehr großer Gesundheitstsunami auf uns zukommt, und zwar weltweit? Wir erleben ja jetzt momentan eine sehr interessante Zeit. Und jetzt gibt es ein einziges Thema. In jeder Diskussion kommt man immer wieder auf ein einziges Thema. Und die Frage an dich, ist es eher ein Gesundheitsthema oder eher ein Krankheitsthema, ein Krankheitsbewusstsein? Du hast recht, es ist eher ein Krankheitsbewusstsein, was jetzt ganz unbewusst aufgebaut wird. Und wenn wir da unser Pendel hätten, dann könnte man sagen, dieses Krankheitsbewusstsein wird jetzt enorm aufgebaut. Ob pro oder contra, es wird verstärkt. Es wird einfach verstärkt. Und ein Naturgesetz ist etwas, das immer wirkt, ganz unabhängig zu welcher Situation.
Und dieses Pendel ist jetzt extrem auf dieser Seite. Und irgendwann, und wir brauchen uns nur an die Geschichte erinnern, irgendwann schlägt dieses Thema auf die gegenüberliegende Seite. Und wenn dieses Pendel auf die gegenüberliegende Seite geht, dann erleben wir weltweit ein enormes Gesundheitsbewusstsein. Und da spielt das Medbett eine wichtige Rolle. Allerdings gibt es auch jetzt schon Möglichkeiten, seine Gesundheit zu stärken, sie aufzubauen und zu fördern. Das Medbett kann unter anderem den Verjüngungsprozess einleiten. Da gibt es aber jetzt schon Präparate, natürliche Präparate, die genau das Gleiche können, und zwar nachweislich, mit Studien hinterlegt. Und was passiert aktuell noch? Wenn man dieses Pendel nochmal hernimmt, viele Menschen geben mir die Verantwortung für ihre Gesundheit nach außen, dem Arzt, oder schauen, was sagen andere, was man tun soll. Das heißt, sie geben die Verantwortung ab. Und das ist jetzt auch eine ganz intensive Entwicklung. Und wenn dieses Pendel wieder auslässt, entsteht Selbstverantwortung. Was kann ich für mich tun? Ich bin für meinen Körper zuständig, nicht der Arzt. Ich bin es. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und diese Entwicklung spielt ebenfalls in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle. Eine wunderbare Zusatzfunktion von diesem Medbett ist, dieses Medbett hat die Eigenschaft, die Energie im Körper zu erhöhen, hochzufahren. Was bedeutet das? Wenn wir wenig Energie zur Verfügung haben, dann altert der Körper sehr schnell und er ist anfällig für Krankheiten. Wenn wir viel Energie im Körper haben, dann sind wir widerstandsfähig. Dann sind wir stark, dann können wir Angriffe von außen ganz leicht begegnen. Denn unser Immunsystem ist voll intakt, kann für uns arbeiten. Und wenn die Energie sehr gering ist im Körper, dann hat das Immunsystem gar keine Zeit, seine eigentliche Arbeit zu machen. Weil es ist die ganze Zeit konfrontiert mit ungesunder Ernährung, mit Medikamenten, mit Alkohol, mit Stress. Und somit, dieses Medbett kann die Energie im Körper aufbauen und stärken. Sehr viele Menschen warten jetzt auf dieses Medbett. Das ist verständlich und auch nachvollziehbar. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir jetzt nicht in diesen Wartemodus gehen. Denn im Warten verlieren wir augenblicklich Energie. Das ist genau das Gegenteil, was unser Körper brauchen würde. Das heißt, wenn wir jetzt schon in die Selbstverantwortung gehen und uns darum kümmern, was können wir für unseren Körper tun, was tut uns gut, wo bekommen wir Energie, dann ist es umso schöner, wenn das Medbett dann da ist. Ausgedehnte Recherchen haben gezeigt, diese Medbetten werden aktuell in der Weltraumforschung eingesetzt. Auf der einen Seite zur Heilung und auf der anderen Seite zur Rehabilitation. Mit diesen Medbetten kann man zum Beispiel seinen IQ anheben oder man kann alte Erinnerungen einfach löschen. Du siehst, es wird sehr wichtig sein, wenn uns allen diese Medbetten zur Verfügung stehen, wer sie dann auch bedient. Denn diese Medbetten können wahrlich viel. Und jetzt die geheime Offenlegung. Du erinnerst dich an das Thema Simpsons, iPhone, iWatch? Der Unterschied zu damals und jetzt. Jetzt geht die Zeit viel, viel schneller. Und kennst du den Film Avatar? Schon im Trailer siehst du diese Medbett-Technologie. Denn diese Medbett-Technologie kann noch mehr, als den Körper zu heilen oder ihn zu verjüngen. Und du erinnerst dich an diesen Offizier, der im Rollstuhl sitzt. Er bekommt das Versprechen, wenn er diese Mission durchführt, bekommt er seine Beine zurück. Das kann ebenfalls dieses Medbett. Und kennst du den Film Elysium? Schau dir dazu den Trailer an. Da siehst du schon im Trailer diese Medbett-Technologie zur Heilung und noch mehr. Und jetzt haben wir noch zwei Fragen offen. Wann wird das Medbett zur Verfügung stehen? Und wie und warum wird es noch zurückgehalten? Warum wird es noch zurückgehalten? Diese Medaille hat ebenfalls zwei Seiten. Auf der einen Seite möchte natürlich die Pharma ihr bisheriges System aufrechterhalten. Wenn man das Ganze wertungsfrei anschaut, dann ist es verständlich, denn niemand möchte sich seinen Arbeitsplatz nehmen lassen. Auf der zweiten Seite, je mehr Bewusstsein, das zu diesem Thema entsteht, das zu diesem Thema im Feld, im morphogenetischen Feld ist,
desto schneller wird sich dieses Thema auch zeigen. Und jetzt zur Frage, wann kommt diese Medbet-Technologie? Donald Trump war im Juni 2020 in einer Firma, wo diese Betten gebaut werden. Und er war sehr begeistert. Er hat getwittert, in einem oder zwei Jahren oder so wird so ein Medbett in jedem Krankenhaus sein. Und das bisherige medizinische System wird komplett veraltet sein. Und in diesem Video siehst du Beispiele und Wirkung von den Medbetten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati!